Guten Abend, meine Damen und Herren. Die umstrittene uranhaltige Munition ist in Deutschland offenbar häufiger eingesetzt worden, als bislang bekannt war. Seit heute ist klar, dass in den 70er Jahren in Niedersachsen und Bayern diese Geschosse mit Genehmigung der Behörden getestet wurden. Die Versuche fanden bei den Rüstungskonzernen Rheinmetall und MBB statt. Verteidigungsminister Scharping verlas außerdem im Bundestag einen Bericht der US-Streitkräfte. Danach gibt es Hinweise auf insgesamt 9 Vorfälle in den 80er Jahren mit uranhaltiger Munition. Das gab es nicht nur im Balkankrieg, auch in Deutschland. 20. September 1988, Gollhofen, NATO-Manöver Reforger, ein amerikanischer Panzer brennt, Uranmunition. Einer von mindestens 9 Zwischenfällen bei der US-Armee in den 80er Jahren. Der deutsche Verteidigungsminister bestätigte das heute im Bundestag. Gestern Abend hatte Scharping eine umfangreiche Akte aus der amerikanischen Botschaft erhalten. Ich sage Ihnen das deshalb, weil ich hier nicht noch einmal eine Diskussion erleben möchte, nach dem Motto, der informiert uns nicht, der sitzt auf irgendwas, was nie gestimmt hat und auch für die Zukunft nicht stimmen wird. Nachdem er selbst unter Druck geraten ist, holt Scharping jetzt zum Gegenangriff aus. Sein Vorgänger Volker Rühe hatte 1995 den Einsatz von Uranmunition in Deutschland kategorisch ausgeschlossen. Heute kein Kommentar, aber... Ich bin entsetzt darüber, dass die Vorgängerregierung schriftlich dargelegt hat, dass es solche Versuche nie gegeben hat, aber ganz offensichtlich gelogen wurde. Und die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall, Ausrüster für den Leopard, testete in den 70er Jahren Uranmunition hier auf ihrem Schießgelände in Unterlüß bei Celle. Und zwar im Auftrag der Bundeswehr. Ob Schutzmaßnahmen getroffen wurden, eher unwahrscheinlich, hieß es heute bei Rheinmetall. Auch in Bayern ist Uranmunition 17 Jahre lang mit staatlicher Genehmigung getestet worden. Keine Gefahr für die Bevölkerung wurde jetzt beteuert. Die Wahrheit kommt stückweise ans Licht. Und während deutsche Politiker jetzt die mangelnde Informationspolitik der Amerikaner beklagen, wundert man sich in den USA. Über die Gefahren von Uranmunition könne man dort im Internet nachlesen. Die neue Verbraucherschutzministerin Künast zählt bei der Bewältigung der BSE-Krise auf die Unterstützung von Bauern und Konsumenten. Beim Rundgang auf der Grünen Woche in Berlin sagte sie heute, auch die Landwirte merkten, dass artgerechte Tierhaltung lohnend sein könnte. An die Verbraucher appellierte sie, durch ihr Kaufverhalten eine Neuausrichtung der Landwirtschaft mit herbeizuführen. Rein äußerlich hat sich nichts verändert, verglichen mit den Vorjahren. Doch es gibt ein alles überragendes Thema, BSE. Was ist sicher, fragen die Verbraucher, und wie ist Vertrauen wiederherzustellen, fragen die Produzenten. Somit gilt die Landwirtschaftsschau als ein Forum für eine grundsätzlich neue Agrarpolitik, so hofft man wenigstens. Bestimmt. Mindestens eine Verpflichtung gegenüber der jüngeren Generation heiße, Schwachstellen aufzuspüren, bei Erzeugern und Futtermittelherstellern inklusive. Nirgendwo in Europa seien Lebensmittel so billig wie in Deutschland. Traurige Bilanz einer zügellosen Preistreiberei. Zigtausende Arbeitsplätze seien schon gefährdet. Zunächst wollen wir erreichen, dass wir eine Dachmarke für deutsches Qualitätsfleisch erreichen. Das betrifft Rind- und Schweinefleisch gleichermaßen. Dass wir eben über alle Stufen hinweg eine kontrollierte Qualität haben. Wohl nicht jeder hat hier gefragt, was denn so drin sei in der Wurst. Der Griff ins Bioregal, eine Alternative. Wenn es nach der neuen Ministerin geht, soll es bald 10% ökologische Landwirtschaft geben. Die britischen Behörden haben in Rindfleischimporten aus Deutschland trotz des EU-Verbots Reste von Rückenmark entdeckt. Inspektoren hätten die Rückstände in einer Ladung von 41.000 Kilo Rindfleisch gefunden. Die Lieferungen stammten von Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Das Rückenmark gilt als Risikomaterial, weil dort besonders viele BSE-Erreger zu finden sind. Bundeskanzler Schröder hat vor einer Verzögerung der EU-Erweiterung gewarnt. Deutschland benötige im nächsten Jahrzehnt dringend Zuwanderung, auch aus den Beitrittsländern in Osteuropa, sagte er im Bundestag. Nur so könnten der Lebensstandard gehalten und die Sozialsysteme weiter finanziert werden. Schröder verteidigte die Ergebnisse des EU-Gipfels in Nizza. Das wichtigste Ziel habe man erreicht, die Weichen für die Aufnahme neuer Mitglieder seien gestellt. Aller Kritik der Opposition zum Trotz, der Kanzler zog heute ein positives Fazit des Gipfels von Nizza. Nicht alle Hoffnungen hätten sich erfüllt, aber entscheidend sei, ab Anfang 2003 könne die EU jetzt neue Mitglieder aufnehmen.
Am Ende dieses Jahrzehnts werden wir in einem anderen Europa leben. In Nizza hat das alte Europa die Tür aufgestoßen zum neuen Europa. Dieses Europa wird in der Welt mit einer Stimme sprechen und es wird auf dem Fundament einer gemeinsamen und stabilen Währung ruhen. Um den deutschen Arbeitsmarkt zu schützen, forderte der Kanzler erneut 7 Jahre Übergangsfrist bei der Freizügigkeit für Arbeitnehmer. Die Opposition beklagt vor allem das mangelnde Engagement der Regierung. Die Vorbereitungen dieses Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs, sie waren so schlecht wie selten zuvor. Die Verhandlungen waren geprägt von egoistischen nationalen Interessen. Und das Ergebnis ist ernüchternd. Fast könnte man sagen, es ist geradezu deprimierend. Mehr sei nicht durchzusetzen gewesen, kontert der Außenminister. Wer Erweiterung wolle, dürfe Nizza nicht ablehnen. Wir werden. Nur FDP und PDS forderten heute die Ablehnung der Nizza-Beschlüsse. So weit wollte und wird die Union nicht gehen. Eine Ablehnung von Nizza hätte nämlich vor allem eins zur Folge. Es wäre ein verheerendes Signal an die Beitrittskandidaten. Und das will ernsthaft keiner. Die Feiern zur Amtseinführung des neuen Präsidenten sind in den USA in vollem Gange. Mit Konzerten, Festessen und Bällen begehen Bush und seine Partei, die Republikaner, den Machtwechsel im Weißen Haus. Der amtierende Präsident Clinton wies in seiner letzten Fernsehansprache noch einmal auf die Erfolge seiner beiden Amtszeiten hin. Er muss nach Angaben des Weißen Hauses auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht mit einer Anklage im Zusammenhang mit der Lewinsky-Affäre rechnen. Latino-Megastar Ricky Martin bringt südliche Würze in die Feiern zur Amtseinführung des Mannes aus Texas. Ein Popkonzert am Lincoln-Denkmal, während im Weißen Haus das große Packen zu Ende geht. Morgen 12 Uhr mittags werden die Büros der Top-Leute leer sein. Kein Kalender, kein Notizblock, kein Telefonbuch bleibt zurück. So ist das bei einer feindlichen Übernahme. Oben hält der noch Präsident seine letzte Rede ans Volk. Wir haben gemeinsam Großes geleistet. Unsere Wirtschaft bricht alle Rekorde. Stolz auf die eigene Leistung, Ermahnungen für den Nachfolger. Die Kriege des 20. Jahrhunderts, zuletzt die in Kosovo und Bosnien, haben uns gelehrt, dass wir engagiert bleiben müssen in der Welt, um den Frieden zu sichern. Während Statisten im Kapitol die Amtseinführung morgen üben, wird bekannt, dass der scheidende Präsident noch seinen Frieden mit den Strafverfolgern gemacht hat. Er wird zugeben, im Lewinsky-Skandal die Gesetzeshüter getäuscht zu haben. Dafür wird er nicht bestraft. Es war eine der erfolgreichsten Amtszeiten der Geschichte. Bill Clinton verlässt das Weiße Haus mit 61% Zustimmungsrate. Zufriedenheit mit seiner Amtsführung wohlgemerkt, nicht mit seinem Benehmen. Es will ja keiner undankbar sein bei all dem Frieden und Wohlstand, aber den meisten Amerikanern ist schon recht, dass nun ein neues Kapitel beginnt. Schwamm drüber, wahrscheinlich nun sogar mit Zustimmung des Sonderstaatsanwalts. Auch Jugoslawien und Bosnien-Herzegowina wollen 5 Jahre nach dem Ende des Krieges wieder enger zusammenarbeiten. Der jugoslawische Präsident Koštunica sagte heute bei seinem ersten offiziellen Besuch in Sarajevo, eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung solle eingerichtet werden. Jugoslawien hat außerdem die diplomatischen Beziehungen mit Albanien wieder aufgenommen. Belgrad hatte sie während des Kosovo-Krieges abgebrochen. Traditioneller Neujahrsempfang für das diplomatische Korps in Berlin. Bundespräsident Rau, Bundesaußenminister Fischer und Entwicklungsministerin Wiczorek Zeul empfingen rund 150 Botschafter und Geschäftsträger. Rau mahnte zur ständigen Wachsamkeit gegenüber rechtsextremistischer Gewalt. Wir wollen in Deutschland besonders wachsam sein, sagte der Bundespräsident. Die Politik müsse dafür sorgen, dass den Menschen die Furcht vor Fremden genommen werde. Rau forderte erneut eine europäische Verfassung. Bundeskanzler Schröder hat heute in Berlin den ukrainischen Präsidenten Kutschma empfangen. Dabei sicherte Kutschma zu, den Mord an einem kritischen Journalisten seines Landes eingehend zu prüfen. In der Ukraine wird der Staatsoberhaupt selbst verdächtigt, den Mordauftrag gegeben zu haben. Kutschma kündigte ferner an, die Ukraine werde das Bach-Archiv der Berliner Singakademie zurückgeben. Er überreichte dem Kanzler im Vorwege einen Partiturenband. Die Rote Armee hatte das Archiv nach dem Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion transportiert. Nach 2 Bränden am Kopenhagener Hauptbahnhof sind am Nachmittag 40 Gasbehälter explodiert. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt.
Das Feuer brach in einem Abfalllager nahe den Bahnsteigen aus. Wegen der Hitze seien anschließend die Gastanks explodiert. Die Feuerwehr brachte nach eigenen Angaben die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Polizei räumte den Bahnhof, der Zugverkehr wurde unterbrochen. Die Europäische Fußballunion und der Weltverband FIFA haben ihren heftigen Streit um die Reform des Transfersystems beigelegt. Nach einem Krisengipfel in Zürich erklärte die FIFA ihr sogenanntes Diskussionspapier für ungültig, das sie ohne Wissen der UEFA an die EU-Kommission geschickt hatte. Darin hatte der Verband vorgeschlagen, den Fußballspielern ein einseitiges Kündigungsrecht für ihre bestehenden Zeitverträge zuzugestehen. Verleihung des Bayerischen Filmpreises in München. Als beste Schauspielerin wird in diesen Minuten Hannelore Elsner ausgezeichnet. Sie bekommt den Preis für ihre Rolle im Film Die Unberührbare. Auch Jungstar Benno Fürmann bekommt heute Abend den Darstellerpreis. Für sein künstlerisches Lebenswerk wird Mario Adorf geehrt. Mit einer Gesamtdotierung von 800.000 Mark gehört der Bayerische Oscar zu den begehrtesten Auszeichnungen seiner Art in Deutschland. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. Januar. Über Europa tummeln sich viele verschiedene Luftdruckgebiete. Für das Wetter in Deutschland ist ein kleines Tief über der Nordsee entscheidend.